Moin Farmers, ist das nicht schön? Die Sonne geht auf. Das grüne Feld, das sieht richtig gut aus. Und wisst ihr, was noch schön ist? Herr Meister, ist die Ernte reif! Sieht voll vertrocknet aus, aber es steht erntereif. Also weg mit dem Mais. Endlich können wir ernten. Es war tatsächlich eine Frage der Zeit. Aber ist mir auch egal. Der Mais kommt weg und dann gibt's Schotter. Endlich machen wir ein bisschen Geld. Oh, das ist schön. Wie die da so rein wiggeln. Nein. Oh, schön. Alles voller Mais. Wo kam die jetzt her? Oh yes. Das gibt Kohle. Mais heißt ja nicht umsonst das gelbe Gold. Gold. Geld. Weg da, Drecker. Da fahren wir hier einmal außen rum. Gerade kommen. Mensch, so bleibt doch da der Striemel stehen. Den nehmen wir auch mit. Haben wir. Da bin ich so ein bisschen umsonst hier durch meinen Acker geknattert, ne? Alles für lau. Das ist natürlich kacke. Endlich erntereif. Der Moment, auf den ich so lange gewartet habe. Mais ernten. Rauf und runter, bis du es kapierst. Guckt euch mal den Larvenstadion vom Popcorn an. Schön. Erntereif. Ein Hoch auf die Photosynthese. No, 100. Wie seid ihr mein Rohr? Trecker wechseln. So, jetzt einmal einen Hänger holen. Ja, eine Kalkkrücke vorbei. Was eine Fehlinvestition. Huch. Oh. Das könnte den Autofahrern so dezent im Weg sein, ne? Meine Fahrskills in dem Spiel sind der Shit. Ey! Das ist Privateigentum! Anzeige ist raus. Aber bevor diese Verkehrsraudis hier mein Ding noch kaputt machen und Fahrerflucht begehen nach ihrem Vandalismus, stellen wir das lieber an die Seite. Andocken. Zack. Ab zum Maismobil. Verdammt.
Wie schwenke ich das Rohr aus? Haha. Och, ich steck fest. Was habe ich gedrückt? Das müsste passen. Wie gerade die Anzeige ist. Egal, wir haben Mais. Wie voll ist der Hänger? Ja, fünfmal voll machen, bis der voll ist. Oh je, da fahren wir eine Weile. Schönes Ding. Vollprofi, wie ich ja nun mal bin, habe ich mir jetzt noch ein Stück Acker kaputt gefahren. So, Hänger holen. Für wen habe ich 8 Euro bezahlt? Ach, für den Helfer, der hier 3 Meter ins Feld gefahren ist, will der 8 Euro haben? Ey, tut doch nicht mehr ganz sauber. Ja, irgendwo schlägt es ja auch 13 auf die 12, ne? Da muss man mir ja mal sagen. 8 Euro. Hört ihr das Geld klingeln? So klimper, klimper. Und weiter geht's. Und wieder rauf und runter, bis du es kapierst. Dauert doch ganz schön lange, ne? Dann habe ich vielleicht keinen Zeitverlust, wenn ich... Und runter, und runter. Fahr rückwärts. Er kommt. So, Jochen, du kannst wieder nach Hause gehen. Du bist gefeuert. Danke dir für deine Hilfe. Wer hat ihn ausgemacht? Ich habe schon wieder kaputt gemacht, mein Feld. Und so viele Meter. Hätte ich auch kurz absteigen können. Habe ich ja gar nichts gespart an Zeit. Konzentration? Er musste Profi sein. Schitte. Perfekt. Und einpendeln. Oh, Hammer. Vielleicht komme ich noch bis zum Hänger. Ey, das könnte genau aufgehen. Das sieht gut aus. Ne, ich fahre dran vorbei. So, eine Fuhre noch. Dann können wir wegfahren. Dann gibt's Moneten. Endlich mal ein bisschen Kohle für meine harte Arbeit. Was ist mit den Tomaten los? Die werden doch direkt verkauft. Warum kriege ich denn da eigentlich jetzt gerade kein Geld?
So, ich guck mal, ich schmeiß das gleich schon einmal in den Hänger. Und dann will ich mal schauen, wenn der voll sein sollte, der Hänger. Der macht hier einen Helfer weiter. Und wir bringen schon mal die erste Fuhre Mais weg. Ich habe immer noch Platz. So, Ingo, du machst hier weiter, ich bringe die erste Fuhre weg. So, wir bringen das zu Feed Grain South. Das sind nämlich die Bestzahlenden gerade. Wo ist meine Markierung? Da hinten muss ich hin. Also will ich aber die großen Scheine will ich sehen. Die großen Scheine. Das ist es. Da will ich abladen. Hubwagen. Kann ich den klauen? Es bringt ja gar nicht viel. Mist, ich brauche einen für meine Tomaten. Komm hier, komm. Komm hier. Komm, Hubwagen. Komm, ich helfe dir raus. Ingo! Du Idiot! Du hast sie überall was stehen lassen. Das ist ein Vollhonk. Hey Ingo, hast du Lack auf den Augen oder was? Da steht überall noch Mais. Hey, nicht so schnell. Oh, Entschuldigung. Ja, egal, wir machen erst voll. Komm, wir fahren Kolonne. Er hält der Tank länger. Ja, es tut mir leid. Warte, ich stelle mich gerade hin und dann kannst du vorbeidüsen hier. Wir kriegen das hin. Ich bin da zuversichtlich. Ja, kannst du reinschmeißen. Das dauert und dauert. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich glaube, mich laust der Affe. Ich denke, das wird direkt verscherbelt. Hier sind ja auch so viele. Ja, was mache ich jetzt hier mit den Kacktomaten? Ich habe ja einen Pickup, der hat eine Ladefläche. So. Ups. Wenn ich die Ladeklappe auf habe. Ich brauche dafür einen Stapler. Was kostet ein Stapler? 37.000. Na gut. Kaufen. Der ist ja süß. Und das ist simpel. Ja, nice. Eigentlich wollten wir ja nur Mais ernten. Jetzt sind wir stolzer Besitzer vom Gabelstapler. Ja, auch schön. Nein, dieser verdammte unebene Boden. Ah nee, ich hänge an meinem Pickup. Muss ich einmal ein Stück vorziehen. Obwohl. Ich muss hier irgendwas mit dem Boden machen. Es ist ja eine Katastrophe.
Die steht voll auf dem Radkasten. Kriegt die vordere nicht geschoben. So meint er immer mit den Tomaten. Ja geil, dann können wir die ja doch noch verkaufen. Oh, Ladungssicherung erfolgt. Und da hinten war ja irgendwo ein Shop, das fahren wir hier gleich um die Ecke. Hier wollen wir hin. Nach Gotcha. Oh, wo kann ich hier abladen? Ah, hier. So. Für Tomaten gibt es ja richtig Kohle. Nee, irgendwie doch nicht. Schade. Ei. Fahrprofi. Ups. Oh, wir gucken jetzt einmal nach dem Mais. So, Mais war Tagesziel. Wir fahren jetzt die Fuhre weg, weil es wird sowieso nicht mehr alles reinpassen. Und dann können wir den Hänger nämlich wieder voll machen und die nächste Fuhre dann wegfahren. Und dann haben wir Mais fertig. Mais war Tagesaufgabe. Nächstes Mal fahren wir die ganzen Tomaten weg. Mais ernten ist übrigens total zeitintensiv, weil ich schon... Also für den Acker... Erntet der gerade? Stunde 20 Minuten ungefähr. Aber das Ernten ist sehr zeitintensiv. Der alte Hauding. Das war der Jürgen von Farmers Market. Jetzt scheppert's in der Kosse. Oh. 17.000 Euro jetzt eingenommen schon. Und einmal fahren wir noch. Jetzt nicht einmal drehen. Ach, ist mir jetzt egal. Okay, so egal ist mir das jetzt aber auch nicht. Ey, wie geil bin ich da denn rückwärts rausgefahren mit dem Hänger? Ich habe so gut wie gar nichts kaputt gemacht. Nice. So, die allerletzten Meter. Und dann haben wir noch... Irgendwas mit über 2 Stunden. Dieses Feld geerntet. Alter, ich brauche größere Maschinerie. Das geht ja gar nicht, ey. 2 Stunden. Rauf und runter. Bis du es kapierst. Du wirst bescheuert, Boy, ey.
Ah, jetzt haben wir gleich fertig. Dann holen wir noch Kohle. Ja, passt. Das war's. Ja, schön. Der Acker ist durch. Ey, wir haben heute Morgen angefangen. Jetzt schon wieder dunkel. Abfahrt. Ich bitte, er fährt auch einfach raus. Obwohl er ein Stoppschild hat und hat. Willst du? Des Wahnsinns. Wir sind am Market. Also am. Wir sind am Dings. Wir sind an der Abladestation. €10.817. Oh, Hänger wegbringen. Feierabend. Oh, Scheiße. Oh, da habe ich überhaupt nicht aufgepasst. Ah, klären wir über die Versicherung. Es war knapp. Ja, wunderbar. Das war's wieder mit einer Folge Landwirtschaftssimulator 2022. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was abgewinnen, ein bisschen Spaß haben. Wir konnten endlich den lang ersehnten Mais ernten. Das war schon sehr geil. Aber auch mega lange gedauert. Also einmal bis der Mais erntreif war und dann auch bis ich den geerntet hatte. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Macht's gut. Ciao.